Jawohl, herzlich willkommen zur ersten Session nach der Kaffeepause. Jetzt geht's ab ins Lokalprogramm sozusagen. Und zwar, euch erwartet jetzt ein Bericht über das Tool X-Planung. Ich hoffe, ihr seid alle perfekt darauf vorbereitet, denn jetzt gibt's eine geladene Dosis Information von Michael Schulz. Viel Spaß. Ja, willkommen nach der Pause. Alle gut gestärkt. Bin mal gespannt, ob es ganz so spannend wird. Ich hoffe mal, es finden nicht alle das Thema X-Planung viel zu dröge. Nein, aber ich finde es eigentlich ein total spannendes Thema und möchte es eigentlich auch deswegen mit dem Titel in die kommunale Praxis stellen, weil es an ganz vielen Stellen bei uns letztendlich aufschlägt und ein sehr umfängliches Thema ist. Ich möchte eigentlich auch ein bisschen den Bogen schon noch ein bisschen weiter spannen heute mal und nicht auf das reine Geo-Thema X-Planung gehen, sondern vielleicht ein bisschen breiter das aufzeigen. Ich würde euch heute quasi die Ausgangslage in Freiburg ein bisschen darstellen. In welchem Rahmen machen wir das? Was sind unsere Ziele? Wie sind wir dabei vorgegangen? Es ist da ein Aspekt drin, das Thema Förderung, den ich da auf jeden Fall auch mal ganz kurz beleuchten möchte. Dann mal so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt, was setzen wir für Tools ein? Was gibt es da auch für Fallstricke? Kurz den aktuellen Stand vorstellen und dann, klar, natürlich auch gerne eine Diskussion beginnen. Ja, warum möchte ich den Bogen weiterspannen? Weil das ganze Thema digitale Bauleitplanung bei uns auch ein großer Aspekt im Rahmen der Digitalisierung ist. Ich hatte es ganz kurz bei der Eröffnungsveranstaltung gesagt. Freiburg hat sich eine sehr umfängliche Digitalisierungsstrategie erstellt, die seit Dezember beschlossen ist. Man sieht hier das Thema ganz groß, gemeinwohlorientiert und nachhaltig. Also wir versuchen sehr partizipativ auch dieses Thema anzugehen. Und der partizipative Teil, der ist natürlich auch bei dem Thema Bauleitplanung sehr stark gegeben. Und in unserer digitalen Strategie, wo natürlich der große Kontext letztendlich die digitale Transformation von Verwaltung ist, wenn es jetzt, ich sage es jetzt mal aus meiner Perspektive, weil es hat natürlich sehr viel auch mit der Kommunikation, dem Austausch mit der Bürgerschaft oder der Wirtschaft zu tun, aber bei mir geht es jetzt natürlich primär um das Thema digitale Transformation in der Verwaltung. Haben wir die digitale Strategie in Themenfelder aufgeteilt. Die sehen hier diese 6 Themenfelder und da ist eben der Punkt 4, digitale Stadtverwaltung, ist einer der Themenfelder, in dem wir uns da bewegen. Und in jedem Themenfeld hat man sich quasi Ziele rausgesucht, die man in dem Themenfeld behandeln möchte. Und diese Ziele sollen letztendlich dann erreicht werden über bestimmte Maßnahmen. Und sorry für den jetzt doch etwas verschobenen Folien. Irgendwie hat das LibreOffice da von meinem Rechner zu hierher, gab es irgendwas, was das durcheinander bringt. Aber die Inhalte sind ja trotzdem halbwegs zu lesen. Wir haben also Maßnahmen und diese Maßnahmen, die konzentrieren sich sozusagen auf bestimmte Handlungsfelder. Und diese Handlungsfelder, die bündeln sich dann in einem bündelt sich zu einem Ziel. Und hier ist natürlich bei dem Thema digitale Stadtverwaltung einfach der Punkt, wir möchten natürlich unsere Verwaltung zukunftsfähig machen. Wir möchten die städtischen Online-Angebote verbessern, modernisieren. Ganz grundlegendes Thema Organisation in der Verwaltung, also auch Wechsel der Kultur, dass wir mit mehr Digitalität arbeiten, voranbringen. Und natürlich auch das Thema regionale Zusammenarbeit. Das ist ja vor allem in der Bauleitplanung, wir als Stadtkreis haben das ja eigentlich ganz enorm, weil wir eine relativ begrenzte Fläche haben, aber sehr viel angrenzende 2 Landkreise, sehr viele Gemeinden, die da auch angrenzen. Und da macht es natürlich einen sehr, sehr wichtigen Aspekt aus. Und bei den Maßnahmen, da sieht man jetzt tatsächlich, dass das die digitale Stadt- und Bauplanung eine der Basismaßnahmen ist. Es gibt noch ein paar andere, eben natürlich auch ein aktualisiertes Geoportal, da haben wir ja doch ein bisschen einen alten Schinken mit einem Mapbänder noch am Laufen, aber gut, es funktioniert. Genau, und es gibt noch einige andere Maßnahmen. Ja, das ist im Prinzip der Rahmen, in dem wir das jetzt von unserer Strategie her sehen.
Wenn man jetzt nochmal auf das Thema digitale Bauleitplanung guckt, sind wir natürlich eingerahmt als Verwaltung mit bestimmten rechtlichen Vorgaben. Da haben wir natürlich vor allem erstmal das Thema, die kommunale Betroffenheit beim Thema Inspire-Bereitstellung, vom Thema Planned Land Use sind wir da betroffen in Baden-Württemberg über das LG und ZG, also das Landesgeodatenzugangsgesetz. Dann haben wir seit, das weiß ich jetzt das Datum nicht mehr genau, ich meine seit anderthalb Jahren auch die Veröffentlichung der Informationen zu Bebauungsplänen im Internet, im BauGB ist es festgehalten. Ja, ist zwar nicht besonders detailliert, wie es stattfinden soll, aber auf jeden Fall, es ist eine rechtliche Vorgabe, die man irgendwie erfüllen muss. Dann haben wir natürlich unsere beiden wichtigen Standards, worum es jetzt auch hauptsächlich geht, X-Planung und X-Bau, die vom IT-Planungsrat beschlossen worden sind. Für Baden-Württemberg ganz aktuell gibt es seit letztem August, glaube ich, eine Änderung der Landesbauordnung, die Antragsform bei Bauanträgen ändert, sodass sie jetzt auch digital eingereicht werden können. Das ist natürlich bei unseren Baurechtsbehörden dann aufgeschlagen, weil darauf waren die natürlich jetzt nicht vorbereitet. Aber es ist natürlich genau der Punkt, wo wir hinkommen wollen mit X-Planung und X-Bau, dass das irgendwann mal sinnvoll funktioniert. Ja, und dann natürlich das Thema OZG, Online-Zugangsgesetz, wo es ein bisschen allgemeiner um Digitalisierung von Verwaltungsleistungen geht. Ich denke mal, die meisten werden es kennen, das Online-Zugangsgesetz. Spannend ist natürlich dabei, dass in der Umsetzung oder jetzt auch in der Handhabung von dem Gesetz, wie geht man da vor? Und ein Punkt ist, man schaut sich auch Themenfelder an, strukturiert es nach Lebenslagen und darin gibt es dann auch Digitalisierungslabore, die sozusagen die Lebenslagen mit wirklichen User-Stories oder Use-Cases behandeln. In dem Themenfeld Bauen und Wohnen ist auch eine ganze Menge an tatsächlichen Verwaltungsleistungen vorhanden und das Thema Baugenehmigung ist natürlich eben genau eine darunter. Unser Ziel ist es, wir haben auch gerade auch eine Drucksache zum Thema Online-Zugangsgesetz beschließen lassen, mindestens den Reifegrad 3 zu erhalten. Das heißt also, eine Online-Beantragung ist möglich. Wenn wir das Thema X-Planung, X-Bau weiter treiben, dann sind wir natürlich bei einem ganz anderen Reifegrad, weil da haben wir wirklich eine digitale Online-Bearbeitung. Wir haben medienbruchfreie Kommunikation, Anbindung an Fachverfahren. Das ist natürlich dann die Stufe, wo wir eigentlich gerne hin wollten. Ja, vielleicht ganz kurz zum Stand in Freiburg. Freiburg hat 230.000 Einwohner. Aktuell haben wir auf dieser Fläche ca. 780 rechtskräftige Bebauungspläne. Die Zahlen variieren natürlich immer so ein bisschen, also ich sage mal aktuell wahrscheinlich 50 bis 60 Pläne, die sich aktuell in Aufstellung finden. Und um die 10, das ist eigentlich so ein Wert, der ist relativ konstant, die sich aktuell in der Offenlage befinden. Wenn man jetzt so die Karte da daneben anguckt, je grüner, umso mehr Bebauungspläne liegen übereinander. Da denkt man eigentlich, naja, da ist ja noch relativ viel Platz, da kann man auch schön viel machen. Ist aber nicht so, weil sozusagen am rechten Rand, das ist alles Schwarzwald und die anderen Flächen, wie man sieht, sind auch entweder Wald oder Reben. Also da ist eigentlich gar kein Platz mehr, die wirklich nutzbare Fläche ist im Prinzip beplant. So, und eine der wichtigen Punkte, weshalb wir jetzt auch da so ein bisschen relativ stark dran sind, ist der Punkt, dass wir als Stadtverwaltung nicht alle Bebauungspläne selbst machen und auch nicht alle Bebauungspläne von einem extern machen lassen, sondern wir machen 50% circa unserer Bebauungspläne selber und 50% werden von einer Vielzahl von externen Büros gemacht. Und da kommt eigentlich im Prinzip auch der Leidensdruck unserer Stadtplaner her, dass die also mit einer Vielzahl an unterschiedlicher Formate und Layerstrukturen letztendlich das handhaben mussten. Wir haben natürlich dann schon Dokumente, die bestimmte Vorgaben machen, wie soll eine Layerstrukturierung aussehen. Aber eigentlich kam wirklich die Initiative von denen zu sagen, hey, da müssen wir irgendwie eine Standardisierung hinkriegen. Und da war natürlich das Thema X-Planung dann relativ früh gesetzt. Dass wir jetzt so weit sind, da wirklich mit eingestiegen sind, das hat natürlich nochmal einen anderen Grund, aber komme ich nachher nochmal ganz kurz drauf. Wir sind bei dem Thema, auch was das Thema Einbindung in die Geodateninfrastruktur betrifft, schon relativ lange, relativ ganz gut aufgestellt. Seit 2010 stehen alle rechtskräftigen Bebauungspläne bei uns als WMS-Dienste zur Verfügung.
Wenn man in dem Thema X-Planung, gibt es ja zwei unterschiedliche sozusagen Bereitstellungsszenarien, das Thema Raster und Umring, wo ich nur den Geltungsbereich vektoriell vorliegen habe und ansonsten einen Rasterplan. Dieses Szenario Raster Umring, das haben wir eben seit dem Zeitpunkt auch schon, tatsächlich können wir das vorhalten, als WMS-Dienst, die Geltungsbereiche auch als WFS-Dienst. Das ist alles bei uns im Geoportal auch abrufbar mit allen Dokumenten, die da dahinter stecken, die sind alle verlinkt. Das wird auch rege genutzt, sowohl von der Bürgerschaft als auch von unserer eigenen Baurechtsbehörde, die quasi auch Zugriff auf natürlich ein Portal mit mehr Informationen haben, aber die nutzen im Prinzip die gleichen Dienste. So, seit 2015 haben wir einen Geodatenkatalog auf der Basis von GeoNetwork aufgesetzt, der auch online da verfügbar ist, geodaten.freiburg.de. Und da werden jetzt alle Metadaten zu den Geodatendiensten direkt rein importiert, automatisiert. Die stehen da also alle zur Verfügung. Seit 2015 auch in die Metadaten Inspire konform. Seit 2016 haben wir einen Inspire Atom Feed bereitgestellt, wo alle Bebauungspläne, die ZIP-Pakete der Vektorgeometrie mit allen Dokumenten dran abgerufen werden können. In dieser ZIP-Datei befindet sich auch eine X-Plan-GML-Datei, das heißt, das Raster-Umring-Szenario, das verpacken wir auch in die X-Plan-GML-Datei. Aktuell ist es noch allerdings auf Version 4.1 beschränkt, das ist einfach das in dem aktuellen Workflow so gemacht. Darunter sieht man noch mal ganz kurz, wie da letztendlich der Workflow ist. Wir haben die Geltungsbereiche in einer relativ umfangreichen PostGIS-Datenbank, da werden die gehalten und von dem Stadtplanungsamt letztendlich mit den entsprechenden Inhalten versehen, Publikationsdatum, Rechtsstand, diese ganzen Informationen. Und dann wird das Ganze über eine Hale-Transformation, also ich weiß nicht, wer Hale kennt, das ist also so ein ETL-Tool, mit dem man halt vor allem sehr gut Schematransformationen machen kann, wird das Ganze dann in X-Plan-GML umgewandelt und wird auch tatsächlich schon als Inspire-PLU dargestellt, umgewandelt. Das ist natürlich jetzt beim Raster-Umring-Szenario, von begrenztem inhaltlichen Umfang, aber auf jeden Fall, ich sag mal, es ist zumindest erfüllt. Kann man das lesen? So ungefähr. Ja, ich wollte einfach noch mal ganz kurz auch so unser gesamtes Setting aufzeigen, in welchem, wie läuft das alles ab. Also wir haben einen sehr umfänglichen Open Source GIS-Stack, der so zentral in der Mitte ist. Wir kriegen natürlich Geobasisdaten von unserem Landesvermessungsamt. Die werden dann, jetzt muss ich mal ganz kurz husten. Kein Corona. In dieser zentralen Bereitstellung, da haben wir sehr viele Serverkomponenten auf Open Source Basis, also Map Server, PostGIS, GeoNetwork, eben das Hale habe ich mal da in die Mitte reingepackt. Ist natürlich, setzen wir aber eigentlich primär als Desktop-Tool ein. Dann haben wir natürlich aber auch schon proprietäre Anwendungen, also das Stadtplanungsamt arbeitet hauptsächlich mit AutoCAD, Map3D und dem Wiedemann Landcat-Aufsatz, um X-Plan-GML-Daten zu erstellen. Dann gibt es natürlich andere Bereiche, die, sag ich mal, Fachinformationen dazu erstellen, das Umweltschutzamt oder das Garten- und Tiefbauamt, die setzen ein bisschen andere Tools ein, meistens eher jetzt die GIS-Tools, also ich zum Beispiel ArcGIS oder auch QGIS, was wir eigentlich als stadtweites Desktop-GIS eingeführt haben und bringen ihre Informationen darüber ein. Und dann, wie gesagt, die Bereitstellung ins Internet über Map-Server und GeoNetwork. Ja, ich hatte es vorher schon kurz angesprochen, wie sind wir jetzt eigentlich wirklich dazu gekommen, dieses Thema ein bisschen voranzutreiben, weil natürlich ist immer jetzt in so einer Kommune das Problem, wie kriege ich die Ressourcen für so ein Thema, das kann ich auch wirklich sehr schwer letztendlich
schon auch den Fachleuten in den Planungsämtern nochmal verständlich machen, warum macht es Sinn, das zu machen. Also das ist schon nicht ganz einfach. Und uns kam zugute, dass wir uns 2018 für einen Förderwettbewerb mit angemeldet hatten, den das Innenministerium hier in Baden-Württemberg ausgeschrieben hatte, Digitale BW. Und da haben wir mit diesem Thema Urban Planning Information Exchange Plattform, also man kann sich schon ungefähr vorstellen, worum es geht, also eine Austauschplattform eben genau, um Bebauungsplandaten hochladen zu können, sie validieren zu können, sie auch wieder bereitzustellen. Das war so ein bisschen das Ziel. Und ganz explizit war in dem Antrag auch formuliert, dass es darum geht, sozusagen die Basisdaten überhaupt zu schaffen. Ja? Also ich meine, eine Plattform ist immer schnell aufgebaut, aber relativ wichtig ist natürlich, dass ich wirklich auch die Daten eigentlich erfasse. Das war unser Ziel, dass wir eine Förderung kriegen, um wirklich Daten erfassen zu können. Das haben wir dann auch geschafft. Wir haben so ein Gesamtprojektvolumen von 150.000 Euro angesetzt. Es war leider nur eine 50% Förderung, aber gut. Immerhin konnten wir eine Stelle für knapp ein Jahr im Stadtplanungsamt damit finanzieren und klar, ein bisschen Hardwareausrüstung. Und eigentlich sollte das Projekt bis Ende Oktober 2019 gehen, musste man dann noch mal ein bisschen verlängern bis jetzt Februar, ist also gerade Ende Februar fertig geworden. Und es kommt sicher noch irgendwann eine Informationsveranstaltung dazu, weil wir natürlich auch sehr stark versuchen, jetzt immer mehr die Planungsbüros in das ganze Geschehen mit einzubeziehen. Weil ich sage mal, wir können da für uns wursteln, ja, das ist das eine. Aber der Austausch mit den Planungsbüros, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Ziel war natürlich jetzt quasi die vollvektorielle Nacherfassung der alten, bestehenden Bebauungspläne, X-Plan-konform. Wir hatten so geschätzt, naja, wir kriegen vielleicht ungefähr 150 hin in dem Zeitraum. Weiteres Ziel ist eben genau der Aufbau der Austauschplattform. Da hatten wir uns dann für die X-Plan-Box von Latlon entschieden, auf der Basis von Degree. Es ging auch darum, natürlich das Thema Bürgerbeteiligung, also Partizipation, ich hatte es vorher gesagt, mit einzubeziehen. Da sind wir noch nicht ganz so weit gekommen. Tendenz ging da auch zu dem Produkt Demos Plan, was zum Beispiel in Hamburg und Schleswig-Holstein eingesetzt wird, die auch tatsächlich schon X-Plan-Daten und Dienste nutzen können. Und natürlich das Thema lokale Auswertung, also ich kann direkt auf die Datenbank zugreifen, um damit zum Beispiel mit QGIS zu arbeiten. Und natürlich auch weiterhin das Thema Vorantragen der Ergebnisse und des Vorgehens in die Breite. Ja. Einfach mal ich weiß, es ist immer schwierig zu erschätzen, wie viele Leute kennen jetzt schon, wie arbeitet man damit. Ich zeige einfach mal so ein paar Sachen, wie das vorangeht. Also hier sieht man jetzt ein Screenshot von AutoCAD Map 3D mit dem Landcat drauf und dort werden quasi die ganzen Planzeichen konstruiert. Da gibt es dann Flächenschlussflächen, also da dürfen Flächen nur in einer bestimmten Ebene quasi liegen und dürfen sich nicht überlappen, sollten keine Klaffungen sein. Und dann gibt es Überlagerungsflächen, wie zum Beispiel sowas wie die überbaubare Grundstücksfläche. Und jeder dieser Flächenobjekte oder auch Linienpunktobjekte können dann bestimmte dem Objekt zugehörige Attribute gegeben werden und mit bestimmten Informationen versehen werden. Ich weiß nicht, ob Sie das hier lesen können. Ja, doch, man kann sogar lesen. Ja, also da gibt es dann so Sachen wie eben, klar, der Rechtscharakter, ist ein bestimmter Abschnitt eines Gewerbegebietes, der hat dann irgendwie einen bestimmten Namen, Nummer, die Typisierung und natürlich dann so Sachen wie Grundflächenzahl oder Geschossflächenzahl. Das sind alles Informationen, die werden da quasi in der Oberfläche abgelegt und am Ende natürlich die Idee ist, dass wir daraus ein X-Plan GML exportieren können und dann kann man diese Sachen da letztendlich in den unterschiedlichsten Elementen in dem X-Plan GML auch wieder finden. Ja, hier also die GFZ zum Beispiel. Das ist dann letztendlich das, was wir austauschen und in die X-Plan-Box dann auch tatsächlich hochladen können. Das Erfassen der Geometrien ist ein Punkt. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, das ist nämlich die Erfassung der Texte, weil natürlich der Bebauungsplan, wirklich die Inhalte sind nicht nur in der Planzeichnung, sondern sind auch in der textlichen Festsetzung enthalten. Und da wird es schon ein bisschen komplizierter. Die liegen in den Altplänen, nämlich natürlich nur als Papier vor. Das heißt, da muss ich jetzt quasi gucken, wie kriege ich die aus dem Papier in das
in eine digitale Form. Ja, das heißt, klar, PDF ist natürlich digital, ist aber trotzdem nur ein gescanntes Bild. Da kann ich also noch nichts damit machen, weil in Xplan GML soll ja wirklich der Text dann drinstehen, weil ich kann dann über eine Suche auch in eine textlichen Festsetzung suchen. Also hier jetzt einfach mal so ein Beispiel. Auf der einen Seite quasi das Dokument, auf der anderen Seite mal das als Text umgewandelt, weil das war letztendlich unsere Vorstellung. Wir gehen her und wandeln die gescannten Dokumente um mit einer Texterkennung, Optical Character Recognition. Warum wollten wir das machen? Der Punkt ist ja, wir haben quasi CAD-Zeichner, die können natürlich zeichnen, aber denen ihre Aufgabe ist es natürlich nicht, jetzt x Seiten von textlichen Festsetzungen womöglich abzutippen. Wie könnte man also einen Weg schaffen, dass man diese textlichen Festsetzungen trotzdem digital als Text vorliegen hat und sie dann in diesen Prozess irgendwie mit einspeisen kann? Deswegen haben wir gedacht, wir können das vielleicht automatisieren mit so einer OCR-Lösung. Hatten jetzt verschiedene getestet, natürlich Acrobat Pro, einfach weil die Sachen sowieso schon als PDF vorlagen, den Abby Fine Reader und das Tesseract-Tool, das ist von ursprünglich von HP, mittlerweile von Google Open Source gestellt, eine Bibliothek, mit der man dann eben auch auf dem Server Kommandozeilen basiert und skriptgesteuert zum Beispiel solche Sachen machen kann. Wir haben festgestellt, es ist eigentlich egal, welches Tool man nimmt, es funktionieren irgendwie 80% und 20% sind halt Grütze. Da muss man also auf jeden Fall nachbearbeiten. Das Beste ist natürlich das schöne Paragraphenzeichen, wird fast nie erkannt. Wir haben überall Dollarzeichen stehen, das scheint bekannter zu sein. Dann gibt es so einen Punkt mit, häufig sind in textlichen Festsetzungen Grafiken enthalten, Schnitte oder sonstige Sachen. Ist auch gar nicht so trivial, was man damit macht. Das heißt, wir versuchen, irrelevante Teile davon zu entfernen. Sie sind natürlich in dem Original, dem PDF, weiterhin enthalten, aber wenn ich sie sowieso nicht in einem XML als Text abbilden kann, dann muss ich sie auch nicht damit reinmachen. Und dann gibt es noch den Punkt, dass ich eine sinnvolle Strukturierung letztendlich erhalten muss. Ich will also eigentlich nicht den Text als einen großen Block haben, sondern ich will sinnvolle Abschnitte haben, damit ich, wenn eine textliche Festsetzung sich auf einen bestimmten räumlichen Zusammenhang bezieht, dass ich da auch eine Verknüpfung herstellen kann. Das sieht man jetzt also hier. Hier haben wir jetzt also auch nochmal den Text auf der einen Seite. Da findet der eine oder andere sicher auch noch einige Schreibfehler, die von der Texterkennung herrühren. Und das aus dem reinen Text wollen wir also hinkommen zu diesem BP-Textabschnitt, so heißt das Objekt im Xplan GML, wo letztendlich der Text drinsteht. Und man sieht auch oben, gibt es dann diesen Schlüssel, das Schlüsselelement. Das ist quasi so ein Punkt, das ist natürlich in dem Text ursprünglich nicht vorhanden. Das muss man also irgendwie in diesem Prozess auch erstellen. Dass es nicht so ganz einfach ist, sieht man hier. Das ist mal so ein Scan von, keine Ahnung, 1972 oder 77. Ich kann es schon nicht mal lesen. Deswegen, also das kann auch das OCR-Tool nicht umwandeln. Das sind dann Sachen wirklich überklebt, also mehrere Papierstreifen übereinander. Das ist wirklich sehr viel Pfriemelarbeit. Aber im Prinzip trotzdem, wir haben einen Prozess, der das machen kann. Das heißt, wir gehen die textliche Festsetzung mit dem OCR-Tool an, kriegen dann daraus eine Textdatei. Dann wird das Ganze in eine CSV-Datei in Abschnitte gegliedert, um sozusagen dort an der Stelle sozusagen diese Schlüsselangabe hinzuzufügen. Und jetzt kommen wir quasi wieder zu dem Hail und sagen, okay, jetzt nehmen wir jeden dieser Einträge in der CSV und generieren daraus einen Textabschnitt-Element. Es müssen noch ein paar zusätzliche Sachen generiert werden, weil letztendlich die Elemente müssen an unterschiedlichen Stellen in dem fertigen Xplan GML dann wieder hinterlegt werden. Aber das kann man mit Hail eigentlich alles ganz gut machen. Und dann würden sie nachher quasi wieder in das Xplan GML zusammengeführt. Dann sind sie schon mal in dem Xplan GML vorhanden. Eventuell muss dann nochmal eine Nacharbeitung stattfinden, wenn man nämlich wirklich jetzt einen Textabschnitt einem räumlichen Objekt zuordnen will. Das muss dann sozusagen in dem Tool nochmal gemacht werden. Das können wir natürlich auf dem Weg nicht machen. Jetzt weiß ich nicht, muss ich mal gucken, ob man da was erkennen kann. Ja, also ich habe einfach mal nochmal aufgezeigt für alle die jetzt mit Hail da arbeiten.
Es gibt unterschiedliche Scripting-Tools, Inhale, mit der man quasi auch dynamisch GML-IDs zum Beispiel generieren kann, weil die GML-IDs brauche ich, um sozusagen in dem X-Plan GML dann zwischen den unterschiedlichen Abschnitten, zwischen den unterschiedlichen Elementen zu referenzieren, sodass ich quasi den einen Block bei den Feature-Types einbinden kann und die Referenz oben auch noch beim BP-Plan einbinden kann, damit auch klar ist, dass dieser Textabschnitt zu diesem Plan gehört. Das kann man da eigentlich ganz gut machen. Ja, wie weit sind wir jetzt aktuell? Das ist, glaube ich, ungefähr der aktuelle Stand. Also wir sind so im Großen und Ganzen bei ungefähr 200 Plänen angelangt nach den 10, 12 Monaten. Plandaten erfasst sind jetzt nur, steht hier nur 102. Naja, sagen wir mal, das sind letztendlich die Plangrundlagendaten. Die haben wir natürlich eigentlich sowieso schon erfasst, aber die sind häufig in dem AutoCAD-Tool da noch nicht erfasst worden von den Zeichnern. Und wir haben auch noch nicht für alle die Texte digitalisiert. Aber trotzdem eine ganze Menge, finde ich, für den Zeitraum. Dann haben wir diese Austauschplattform erstellt, die ist unter xplanung.freiburg.de auch verfügbar. Ich glaube allerdings gerade noch mit einem Passwortschutz, weil wir die vor kurzem aktualisiert haben und da ist der Passwortschutz wieder reingerutscht. Also was hier steht, frei zugängliche Validierungsoberfläche geht gerade, glaube ich, nicht. Im Prinzip wird es aber irgendwann wieder so sein. Das heißt, diese Plattform X-Planbox bietet ja genau die Möglichkeit, X-Plan-GML-Dateien zu validieren in den unterschiedlichen Versionen, die Sie dort bekommen können. Und das möchten wir natürlich frei zugänglich machen, damit alle Planungsbüros oder andere Bereitsteller von X-Plan-GML-Dokumenten diese Validierung nutzen können. Es gibt einen geschützten Bereich, in dem wirklich das Management der hochgeladenen Pläne stattfindet, wo zum Beispiel auch die Transformation ins BIOPLU-Datenmodell stattfindet und wo auch die Konfiguration der WMS und WFS-Dienste durchgeführt wird. Grundlegend, die X-Plan-Box stellt drei Dienstegruppen letztendlich bereit, und zwar immer das Thema Pläne, die sich in Aufstellung befinden, festgestellte Pläne und archivierte Pläne. Das heißt, Pläne, die sozusagen vielleicht ihre Gültigkeit verloren haben, indem sie durch eine Änderung komplett ersetzt werden. Und diese Pläne können als WMS und als WFS bereitgestellt werden, sowohl als ein Komplettdienst, also alle Pläne in einem WMS, oder auch als einzelne Planwerk-WMS-Dienste, sodass ich wirklich nur ein Planbild auch bekomme. Ja, hier jetzt mal noch, das kann man wahrscheinlich nicht so gut lesen, ich wollte es nur einfach mal zeigen, das ist, die X-Plan-Box verwendet auch Hale unten drunter, um sozusagen die Transformation von Inspire nach PLU zu machen. Und da sieht das Transformationsschema natürlich schon deutlich komplexer aus. Ja, ich hatte es gesagt, wir sind, wie ist meine Zeit? Oh, ich muss mal mich ein bisschen ranhalten. Wichtig ist für uns vor allem noch der Austausch mit den Planungsbüros. Und da, sage ich mal, plaudere ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das ist nicht so einfach, ganz ehrlich, die Planungsbüros dazu zu bekommen, mitzuarbeiten. Wir haben es geschafft bei einigen. Wir haben natürlich ein bisschen geguckt, dass wir auch Planungsbüros haben, die unterschiedliche Software einsetzen. Nicht, dass alle genau das Gleiche einsetzen wie wir auch. Für die Planungsbüros steht ganz häufig das Thema rechtlich-organisatorische Fragestellung im Vordergrund. Gar nicht so das Thema, oh, ist ja toll, dass wir ein gemeinsames Austauschformat haben, sondern eher so, oh, wenn ich jetzt X-Plan-GML abgebe, ist es dann die gültige Planung? Ist das das gültige Planrecht? Oder wie kann ich das denn unterschreiben, diese X-Plan-GML-Datei? Gibt es dafür schon einen Einsatz, ein Pflichtenheft, wie das aussehen muss? Also, da sind noch sehr viele offene Fragen und da haben wir eigentlich auch vor und sind in dem Prozess eigentlich noch sehr, sehr stark drin, das eng mit den Planungsbüros abzustimmen. Es sind natürlich auch inhaltliche Fragestellungen, also können wirklich alle Planinhalte abgebildet werden? Das ist, muss man auch immer sagen, vielleicht gehen bestimmte Sachen dann doch nicht, dann muss man vielleicht auf eine etwas allgemeinere Beschreibung gehen. Ja, viele lassen sich ja dann doch sehr spezielle Planzeichen oder Nutzungen einfallen. Also da ist immer so ein bisschen das Thema, wir streben natürlich eine gewissermaßen eine Vereinheitlichung an, ja, das macht vieles einfacher, aber es gibt eine Tendenz bei den Planern zu sagen, Moment, das ist unsere planerische Individualität, die möchten wir erhalten. Ist also nicht ganz einfach.
Wir sagen natürlich trotzdem, also das ist eine Chance für euch, Planungsbüros, weil es wird kommen. Wir werden das in die Vergaben als K.O.-Kriterium mit einbringen. Das heißt, es wird nur noch eine Abgabe als X-Plan GML-Daten stattfinden. Das heißt, die Beteiligung wird vermutlich schon kommen, aber sie wird halt letztendlich nur darüber kommen, dass wir sagen, ansonsten werdet ihr halt von dem Verfahren ausgeschlossen. Wir haben aber schon auch gemerkt, auch im Austausch mit den Fachkollegen, jetzt für das Thema Offenlage zum Beispiel, da möchten die dann schon wirklich den Rasterplan sehen. Also die darstellerische Qualität der WMS-Dienste ist aktuell noch nicht so gut, dass sie wirklich den gezeichneten Plan ersetzt. Ja, nur falls es mal jemand interessiert, ich habe jetzt keine Live-Vorführung, deswegen einfach ein paar Folien, wie das aussieht. Hier kann man also in dieser Oberfläche die X-Plan-GML-Datei auswählen, hochladen. Dann kann man die Validierung auswählen, ob man eine semantische Validierung, da werden also alle Inhalte geprüft, eine rein geometrische Validierung oder nur eine syntaktische Validierung macht. Und dann kriegt man im Prinzip so einen Validierungsbericht. Wo gibt es Fehler? Welche Konformitätsbedingungen sind letztendlich erfüllt? Weil das ist natürlich der spannende Part, die ganzen XML-Schema-Prüfungen, das ist ja kein Problem, aber die Konformitätsbedingungen, die X-Planung definiert, das ist natürlich der spannende Part, das auch validieren zu können. Hier mal eine Übersicht in das Management-Tools, Management-Oberfläche. Da sieht man jetzt quasi alle Pläne aufgelistet, kann die unterschiedlich sortieren, kann Vorschauen zeigen. Ja, da sieht man jetzt mal, das sind jetzt mehrere Pläne, die da dargestellt werden, aber diese aktuelle WMS-Layer, die zeigt einfach alle Pläne. Ja? Ich habe jetzt gleich noch ein Beispiel, wo man einzelne sieht. Dann sieht man auch hier die Texte, die dann in Abschnitte aufgeteilt sind. Genau, hier mal das Geoportal Baden-Württemberg und dann haben wir diesen Dienst mal reingeladen. Also da sieht man auch, das ist jetzt ein einzelner Dienst, der nur einen Bebauungsplan hält. Hier das Graue, das ist Inspire PLU. Naja, aber auf jeden Fall, es funktioniert. Spatial Plans, Zoning Elements werden alle abgebildet und sind eigentlich auch konform. Es gibt verschiedene. Genau. Und damit wäre ich am Ende. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Fragen natürlich gerne. Ja, herzlichen Dank für die Einblicke in die Bauverwaltung. Gibt es denn noch Fragen aus dem Publikum? Ja, schönen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe eine Frage dazu zum Validierungstool. Ist das letztendlich die Schnittstelle, die das Planungsbüro kriegt, um in der Ausschreibung nachher zu sagen, ja, da lade ich hoch, wenn alles grün ist, dann habe ich meinen Auftrag erfüllt? Oder konnte man sich dazu noch nicht durchringen? Genau, das ist der Plan. Also die Validierungsoberfläche, die ich jetzt gerade gezeigt habe, die taucht im Prinzip zweimal auf. Die taucht einmal auf in einer quasi abgeschotteten Variante, da kann ich es einfach hochladen und validieren. Und dann war es das rum, da wird der Plan quasi nicht importiert. Das sehen wir so vor, dass das Planungsbüro das quasi in der Erstellung immer wieder überprüfen kann. Die Idee ist natürlich, dass wir auch bestimmte Regeln noch zusätzlich definieren. Ja, wir haben ja bestimmte Anforderungen, die möchten wir vielleicht abbilden. Also wir möchten vielleicht ein 3D-Modell aus dem Bebauungsplan ableiten. Das heißt, wir müssen überbaubare Grundstücksflächen erfassen. Es gibt jetzt keine Pflicht, eine überbaubare Grundstücksfläche zu erfassen. Das möchten wir aber machen. Ja, also es wird da noch zusätzliche Sachen geben, die wir quasi in so eine Validierung auch mit einbringen können. Und dann wird es irgendwann den Schritt geben, wo das Planungsbüro den Plan tatsächlich in die Management-Konsole hochladen kann. Ja, aber es ist im Prinzip das gleiche Validierungstool. So ist es geplant. Ich hätte eine Frage zu den WMS-Darstellungen. Mhm. Kann man dort dann auch die Attribute und zum Beispiel diese ganzen Texte mit einsehen? Ja, ja, klar. Das ist also klar, ist alles abfragbar, natürlich. Ja. Nee, stimmt. Die Folie war jetzt nicht dabei, wo auch der Get-Feature-Info, klar. Ah, gab es noch mehr Fragen? Oh, da oben, okay. Sie hatten eine Folie, wo der
Import von AutoCAD quasi oder die Umwandlung von AutoCAD in das GML-Format gezeigt wurde. Da stelle ich mir das schwierig vor, weil es ja ein proprietäres Format ist und auch irgendwie unterschiedliche Versionen hat. Können Sie da was zu sagen, wie das gelungen ist? Naja, also XPlan GML ist natürlich kein proprietäres Format. Das ist natürlich genau. Also in AutoCAD wird natürlich eine DWG erstellt, das ist klar. Aber das quasi jedes dieser Plugins auf eine CAD-Basis macht dann eben einen Export an XPlan GML. Da kann ich auswählen, welche Version ich haben möchte. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Das heißt, die DWG-Datei, die nimmt natürlich, das hat das Büro oder das hat, wenn wir sie selber stellen, ist die DWG-Datei auch vorhanden, aber in die Austauschplattform kommt natürlich nur die XPlan GML-Datei und nur die wird dann in der Datenbank abgelegt. Also ich sehe schon, es gibt noch ein paar mehr Fragen. Ja, ich glaube, die können wir dann wahrscheinlich mal im persönlichen Gespräch gerne bereden. Gerne auch bilateral, klar. Herzlichen Dank nochmal für den Vortrag. Vielleicht eine Runde Applaus nochmal.